Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache. Aus jetzt! Sei still! Halt, Mandy! Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn! Das ist der Wagen von meinem Dad! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flatt hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Unfall im Kabeljau-Café. Opfer ist eingeklemmt. Schwester Flatt verständigen. Es könnte sein, dass wir Ihre Hilfe brauchen. Okay, Sam. Ganz ruhig, Mike. Wir holen dich da gleich raus. Vorsichtig, Sam. Beweg ihn nicht. Wir müssen ihn ruhig stellen, falls er sich den Rücken verletzt hat. Ich hab den Krankenstuhl mitgebracht, Sam. Der Krankenstuhl nützt uns nichts, Elvis. Ohne Treppe kriegen wir den nicht runter und nicht rauf. Wir brauchen die Trage. Gut, also die Trage. Schön vorsichtig. Es ist nur ein einfacher Bruch. Du bist sicher ganz schnell wieder auf den Beinen, Mike. Hey, hier ist noch ein Besucher für dich, Dad. Schaff diesen albernen Hund weg! Diesen albernen Rettungshund, Dad. Okay, okay. Er ist ein Rettungshund. Du hattest recht, Mandy. Er ist ein super duper Spürhund, oh yeah. Er ist ein super duper Spürhund, oh yeah. Er ist ein super duper Spürhund. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh, ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg. Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm, das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price. Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist dir alles gut? Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Nicht zu fassen. Ist dir denn das Gewinnen beim Versteckspielen wichtiger als deine eigene Gesundheit, Norman Price? Nein, Hauptfeuerwehrmann Steele.
Wir haben uns wirklich beide ziemlich dumm versteckt. Oh, aber ich bin jetzt offiziell der beste Verstecker von ganz Ponty Pandy. Ich schlage vor, du versteckst dich mal daheim. Für eine ganze Weile. Ja, und da kannst du herrlich den kalten Fischauflauf essen, der da seit Stunden wartet. Ist gut, Mom. Elvis, stimmt was nicht? Ja, es lief doch alles sehr gut. Die arme Dolly. Sie hat es nicht geschafft. Naja, Norman war nicht der Einzige, den ich aus dem brennenden Trainingsturm retten konnte. Sieh mal hinter dich. Dolly, da bist du ja. Auf dich kann man sich wirklich immer verlassen, Sam. Dafür sind wir da, Elvis. Genau dafür sind wir da. Ach, wo steckt nur dieser Tunichtgut? Was? James? James, wo steckst du? Ja, Hilfe! Oh, bist du etwa von den Felsbrocken eingeschlossen? Ja, holen Sie mich hier raus! Oje, bleib bitte ganz ruhig, James. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Wir brauchen dringend Unterstützung. Ein Notruf! Ein Steinschlag am Strand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmann Steele ist vor Ort. James Jones wurde am Strand von einem Steinschlag verschüttet. Wir müssen Schnuffi mitnehmen, Penny. Und ich verständige Gwendolyn. Ein sehr guter Platz, um die Münzen zu vergraben. Hier oben wird Hauptfeuerwehrmann Steele sie ganz bestimmt finden. Klingt wie Jupiter. Was da wohl passiert ist? Hier drüben, Sam. Sehr schnell. Gut, da. Er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny? Wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Quirtling. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir. Vorsicht, James. Ich schau erst mal. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich hätte nicht zu den Klippen gehen dürfen, so wie Sie es gesagt haben, Hauptfeuerwehrmann Steele. Du hast sehr viel Glück gehabt. Warum musstest du auch gerade hier graben? Ich dachte, ich hätte ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom entdeckt. Dabei war es nur eine verrostete Dose. Und ich wollte ihr doch so gern was ganz Besonderes schenken. Es ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe Singen ruhig. Könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also, Joggen sieht anders aus. Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Du bist ein Kindskopf, Quirtling.
aber schnell. Da oben schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby. Das ist Wollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Ich wusste natürlich, dass das kein Baby war. Klar. Ich doch auch, Mike. Ich doch auch. Aber es ist ein Baby. Und es will zurück zu seiner Mama. Meiner Treu. Gut, dass es keinen Notfall gab. Sonst hätte man mich nachher noch während der Arbeitszeit beim Schlafen erwischt. Hallo? Sam? Elvis? Penny? Ich hab den Weihnachtsmann gesehen, James. Wirklich, ich bin ganz sicher. Also, ich sehe keinen Weihnachtsmann. Du siehst wohl mal wieder Gespenster, Sarah. Wie immer. Stimmt gar nicht. Es hat keinen Zweck, Norman. Wir haben ihn verloren. Wen verloren? Den Weihnachtsmann. Siehst du? Dann war er also doch da. Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypandy jemals zuvor hatte. Aber Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreissupermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price. Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny! Bin schon unterwegs, Sir. Elvis. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam. Was denn her? Oh nein, das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Hey,
ein Feuer über Dilles Supermarkt. Schnell! Beeilt euch! Im ersten Stock von Dilles Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Mhm. Könntest du mir wohl noch mal helfen? Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch. Tut mir leid, Dilles, aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus. Schnell! Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny, hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. So. Die Schrauben sind eingerostet. Ich krieg sie nicht raus. Dann schraub die ganze Tür ab. Die ganze Tür? Oh! Norman Price, bring sofort die Tür wieder zurück. Aber das geht nicht, Mom. Ich klebe daran fest. Oh, keine Sorge, Dilles. Wir befreien ihn. Mit Nagellackentferner geht der Kleber schon ab. Wie hast du es denn nur geschafft, an der Tür kleben zu bleiben, Norman? Auf dem Kleber stand doch ein Hinweis. Aber du hältst dich ja nicht gerne an Anleitungen. Anleitungen sind zur Hilfe gedacht, Norman. Und Hilfe kann jeder mal gebrauchen. Tut mir echt leid. Mir tut es auch leid. Ich wusste ja nicht, dass Kopfhörer so gefährlich sind. Wirklich schade um das Modellflugzeug. Du musst wissen, die Dinger waren das Größte für mich, als ich in deinem Alter war, Norman. Wirklich? Mike... Wenn ich mir ein neues besorge, hilfst du mir dann beim Zusammenbauen? Allein kriege ich das nämlich nicht hin. Oh, gern. Sehr gern sogar. Tja, dann geht's jetzt zurück zur Feuerwache, Elvis. Ho, 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 ich bin heute guter Laune. Heute ist mein Tag Elvis. Und ich kann nicht... Tisch? Los! Pass doch auf die Mauer! Norman, benutz die Bremse! Welche Bremse? Norman! Norman ist vom Kai gestürzt. Los, Penny. Zum Hafen, Sam. Norman Price ist vom Kai gestürzt. In einem Go-Kart. Schon unterwegs. Jetzt aber los. Was hat er nur diesmal angestellt? Ganz ruhig, Norman. Jetzt sind wir ja da. Versuch dich an dem Seil festzuhalten. Tja, Norman, diesmal hast du dich wirklich selbst übertroffen. Du hast einen Verkehrsunfall verursacht und dich dann auch noch selbst in Gefahr gebracht. Und wahrscheinlich wäre das alles nicht passiert, wenn du einfach nur auf Mike gewartet hättest, damit er dir hilft. Tut mir leid, Sam. Ich entschuldige mich bei euch allen. Ich tue es auch nie wieder. Fest versprochen. Ich glaube, diesmal reicht eine Entschuldigung nicht aus, Norman. Diesmal musst du schon helfen, den Schaden wieder gut zu machen.
Wenn wir hier fertig sind, kannst du mir dann helfen, ein richtiges Go-Kart zu bauen? Oh, aber klar doch, Norman, das mache ich gern. Schraubenschlüssel. Oh, cool. Sobald wir die Bremse repariert, die Motorhaube lackiert und den Wagen gewaschen haben. Und ich glaube, dann haben noch ein paar andere Leute etwas für dich zu tun. Ein Notsignal. Charlie muss wohl in Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten. Komm mit, Penny. Alles klar. Eine Seenotrettung. Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie. Und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Oh, wir werden untergehen. Hilfe, Hilfe, runter vom Schiff. Ruhig, ganz ruhig, Norman. Die erste Seefahrerregel lautet keine Panik. Tief durchatmen. Da, das sind Sam und Penny. Sam, Penny. Norman, tief durchatmen. Oh, Entschuldigung. Ist jemand verletzt? Nein, nur das Boot. Wir haben ein Walkalb gerammt, aber es wird schon gehen. Gut, ich hol die Kinder von Bord. Sarah? James? Norman, du bleibst hier und hilfst Charlie. Was? Aber ich... Na gut, ich bleibe hier. Danke, Norman. Gut gemacht. Ich werfe euch ein Tau rüber. Wir müssen das Walkalb zusammen zurück ins Meer treiben. Okay? Ja, Norman und ich kriegen das schon hin. Oh, da bist du ja. Baby hat seine Mutter gefunden. Hurra! Jetzt freut es sich bestimmt riesig. Ich glaube, es will sich bedanken. Leb wohl, kleiner Wal. Wir haben auf dem Meer ein richtiges Abenteuer erlebt. Und? Wer hat den Angelwettbewerb gewonnen? Ich würde sagen, wir haben alle gewonnen. Er war so groß. Nein, er war so groß. Glücklicherweise ist er aber entkommen. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam